bin Dorothea Többen, bin 18 Jahre alt, mache eine Ausbildung zum Bemessungstechniker. Also hier bei Maya gibt es Vielseitigkeit, weil wir eine Ausbildung in Kooperation mit Bunte machen. Das heißt, wir lernen nicht nur Industrievermessung, sondern auch Straßenvermessung. Also von der Maya-Werft erwarte ich mir, dass sie mir halt viele Chancen bietet. Die neueste Technik haben wir ja hier. Ich wollte halt irgendwas machen, wo man zeichnen kann und trotzdem nicht die ganze Zeit im Büro sitzt. Und dann hatte ich mir den Vermessungstechniker hier angeguckt, hatte ich eine Woche Praktikum hier gemacht und dann habe ich gesagt, ja, will ich wohl werden. Also hier bei Maya messen wir die Blöcke aus. Also wir fangen mit der ersten Decksebene an, messen die und dann jedes Mal, wenn ein Deck draufkommt, messen wir die zur Kontrolle, wie die zum ersten Deck stehen. Und wenn nachher der komplette Block fertig ist, messen wir nochmal den Block, um zu sehen, wie der sich verhalten hat. Wir lernen direkt von Anfang an, wie das hier alles aufgebaut ist, wie wir messen müssen, wie wir was anhalten müssen, wie wir mit der CAD-Projektion umgehen müssen, mit der Software, also gleich von Anfang an. Also wenn man mit der Ausbildung fertig ist, kann man seinen Techniker machen und eventuell noch seinen Meister nachmachen oder halt studieren. Also wenn man sich vorstellt, dass das mit einem Deck anfängt und das dann nachher so groß ist, unbeschreiblich, gigantisch.